Ahaloa Gemeinde aus Winterberg. Ja, Winterberg, ich stehe hier am Beginn des Ruhrtalweges, wie man unschwer hinter mir erkennen kann, an den Fähnchen. Und das soll aber heute nicht mein Ziel sein. Ich möchte die Lenneroute fahren. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich hoffe, ihr habt so viel Spaß, wie ich auch haben werde. Herrlichstes Wetter in Winterberg, sind aber nur 14 Grad, aber es scheint ein super Tag zu werden. Das Schild habe ich gefunden, Lenneroute. Da ist auch beschrieben, kahle Asten in 3,8 Kilometer. Da fahre ich jetzt als erstes hin, denn da ist die Lennequelle. Hier geht es jetzt in den Wald rein. Rechts ein ganz cooler Kletterpark. Nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Ja, hier kann man wahrscheinlich im Winter richtig Après-Ski feiern, echt. Die Nordhangjause. Sehr schön. So, vom Winterberg unten schon höher Richtung Kahlen Asten. Jetzt noch 1,5 Kilometer, dann bin ich auch oben und dann ist auch dort die Lennequelle. Also queren wir uns mal weiter den Berg hoch. So ist meine Lieblingsdisziplin, das wisst ihr ja. Scheiße. Den Weg hochzufahren, das könnt ihr mal lecker vergessen. Das sind bestimmt 20%. Das geht nicht zu fahren. Absolut nicht. Also, wer sein Fahrrad liebt, der richtig schiebt. Von da unten komme ich hochgeschoben. Mein lieber Mann, ey. Und das direkt am Anfang. Unglaublich. Das Schöne hier am Sauerland ist natürlich der Wald und ganz besonders im Sauerland ist es halt so, man kann die Bäume erkennen, ob die weiblich oder männlich sind. Hier haben wir mal ein männliches Exemplar und hier ein weibliches Exemplar. Ein schönes weibliches. Den kahlen Asten habe ich bezwungen, jetzt geht's weiter zur Lennequelle. Die Lennequelle. Schön hier oben auf dem kahlen Asten gelegen. Herrlicher Ausblick. Sehr schön. Das war doch schon mal ein kleiner Erfolg. Jetzt geht die Reise weiter, aber erstmal 5 Minuten Päuschen. Dann geht's lustig weiter. Nehme ich bergab, Ast rein, freue mich drauf. Hey Leute, war nur Spaß. Den kahlen Asten habe ich jetzt verlassen über Single Trails. Jetzt bin ich wieder auf einer Straße. Jetzt geht es für mich Richtung, ich denke mal Richtung Schmallenberg. Ne? Da ist auch das Schild von der Lenneroute in 18 Kilometern Schmallenberg. Nur ein bisschen frisch, so 14 Grad, 15 Grad, mehr haben wir noch nicht. Aber nur die Harten kommen in den Garten. Also weiter geht die wilde Fahrt. Das ist hier ein richtig cooler Abschnitt. Da kannst du richtig Gas machen. Der Asphalt ist super. Richtig genial. Schön im Wald hier. Da kommt mal richtig Freude auf hier. Ja, jetzt habe ich gerade davon geredet, Asphalt, das hat sich jetzt gerade erledigt. Naja, man soll ja nicht immer hier alles loben. Dann kriegst du gleich das hier. Am besten einfach mal das Maul halten. Aber ist trotzdem gut fahrbar hier und man kommt trotzdem schnell voran.
wieder hier in so einem Tal. Herrlich. Einfach cool hier. Aber halt dieser Weg, ne? Man kommt halt nicht so schnell voran. Aber es macht halt riesen Spaß. Und es sind 15 Grad. Ein bisschen Sonne wäre schon nicht schlecht, weil ich friere echt ein bisschen. Kilometer bis Schmallenberg. Ich würde sagen, läuft. Das ist ja auch cool hier. Nicht schlecht. Und gegenüber steht so ein kleiner Flötenspieler. Die haben sie sogar eine Maske aufgesetzt. Cool. So, ich rolle in Schmallenberg ein. So, schon ein Drittel der Tour weg. Jetzt geht's lustig munter weiter. Ich fühle mich super. Es wird auch wärmer. Da oben ist die Sonne. Ich glaube, das wird noch ein richtig guter Tag. Industriegebiet hier. Aber das gibt es ja in jeder Stadt. Nach Schmallenberg geht es jetzt nach rechts. Für mich uninteressant. Ich muss weiter geradeaus, denn da ist die Länderroute beschildert. Ich denke, jetzt geht es weiter nach Altenhundem. Aber vorher kommt noch Fleckenberg. Wir werden sehen. Aber erstmal rauf den Berg. Na, wen haben wir denn da? Na klar, die Lenne. Du bist ja ganz schön groß geworden, mein lieber Mann. Klasse. Durch schöne Täler. Mich plagt jetzt um 9:45 echt das kleine Hüngerchen. Sobald meine Bank kommt, werde ich mal mir was Leckeres schmieren. Aber meistens ist es ja so, dass keine Bank kommt. Naja, schauen wir mal. Ja, bei mir gibt es zwei Brötchen mit Salami und Camembert. Das läuft doch mal ganz gut. So, ich bin jetzt in Hundesossen aus dem bekannten Lied von Zoff, Sauerland aus den 80ern. Im Moment komme ich überhaupt nicht weiter. Es gibt immer was zu sehen und ich lasse mich da immer sehr leicht ablenken. Hier zum Beispiel Kneipp Wassertreten, ein Ort der Ruhe und Erholung. Und das sieht richtig gut aus hier. Da könnte ich jetzt direkt 3 Runden rumlaufen. Weiterfahren, hier gibt's nichts zu sehen. Man kommt hier wirklich nur schwer voran, weil das einfach so schön ist. Da muss man das filmen oder man muss sich das angucken, einfach genießen. Thank you.
Das Stück ist gar nicht schön. Es ist nämlich an der Bundesstraße. Und ich komme jetzt hier nach Lennestadt Langenei. Schon Kreis Olpe. Aber nicht schön, weil Hauptstraße. Ich komme hier jetzt gerade aus Lennestadt und stehe über der Lenne. Sehr schön. Weiter geht die Reise. Viele kleine neue Freunde habe ich hier auch schon gefunden. Und hier geht die Lenne weiter. Und da geht mein Weg auch weiter gleich. Ich habe ja schon viel im Leben gesehen, aber das geht ja hier fast senkrecht hoch. Da steht Achtung Steilstück. Also das kriegst du, kann man noch niemals im Gehen hoch. Ich werde wahnsinnig. Alter Schwede. Dafür oben grandioser Ausblick. Alter Schwede. Ich brauche mal so eine Sauerstoffmaske. Ah, schön schattig. Kurz vor Finntrop, wieder oben die Bundesstraße, ich auf dem Fahrradweg in der Mitte und links da unten ist die Lenne. Beim Discounter meiner Wahl war ich jetzt, einmal ist hier Aldi und beim Rewe. Ich habe jetzt leider so viel eingekauft, dass ich das gar nicht verstaut kriege. Ich bin noch am Grübeln, wie ich das alles wegpacken soll. Scheiße. Naja, ich finde schon eine Lösung, ich will euch damit nicht langweilen. Bis später. Meine Fresse, ich bin echt kaputt und immer bergauf den ganzen Tag hier. Es ist halt Sauerland, es geht echt den ganzen Tag, das weiß man. Und ich habe mir das ja auch ausgesucht, aber ich habe so die Schnauze voll. Es ist der Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Ein super geiler Bahntrassenweg. Das Gemeine daran ist, das ist leicht in der Steigung. Das sieht man so nicht, aber es ist der Wahnsinn. Mir plotzen gleich die Oberschenkel. Da könnte ich voll ausrasten. Das ist Oma. Oma fährt mit dem E-Bike mal locker hier hoch und ich schieb wie so ein Idiot. Ist doch zum Kotzen, ey. So, angekommen am Campingplatz. Jetzt werde ich mich eben noch schnell anmelden. Dann das Zelt aufbauen. Duschen, Essen kochen. Und dann schauen wir mal. Ja, mit Duschen ist das hier so geregelt. Es darf immer nur einer duschen, da muss man sich in so eine Liste eintragen, ist aber auch eigentlich ganz vernünftig. Ich habe ein Zeitfenster ab 19 Uhr und danach werde ich mir was zu essen kochen. Es sieht sich alles ein bisschen, aber der Tempel hier steht, sehr schön, schöner Platz, kein Zelter, kein Camper hier. Fahrrad steht da, in diese Richtung ist das und ich bin nass geschwitzt hier. Jetzt gehe ich erstmal Bier trinken. Die hat mir Gott sei Dank zwei Paderborner noch zur Verfügung gestellt. Die kühlen da gerade im Bach. So, dann habe ich mir das hier versteckt. Ja, sehr gut. Die werde ich mir jetzt mal schmecken lassen. An alle lieben Radfahrerkollegen, die diese Kombi schon mal benutzt haben, sollte dieses nicht schmecken, dann komme ich vorbei und ziehe euch echt die Ohren lang. Jetzt sitze ich hier gemütlich und warte, dass das Nudelwasser kocht. Und dann geht's weiter. So, weiter geht's im Kochstudio. Mal Nudeln. Und die lassen wir jetzt mal schön kochen. Ja, langsam wird's. Langsam wird's. Großgemeinde. Weiter geht die bunte Kochstunde. Die Bolognese ist hier drin, wird jetzt warm gemacht.
dann ist der ganze Murks auch schon fertig. Ruckzuck, sage ich euch, ruckzuck geht das. Wie gesagt, an alle Radtourenfahrer, die das auch essen, ich habe das bei euch in den Videos gesehen, ich bin gespannt, ob das schmeckt. Wenn nicht, wie gesagt, ziehe ich euch die Ohren lang. Die ganze Veranstaltung ist fertig. Ein bisschen Parmesan drüber. So ein Tütchen. Und das war's. Na dann, bon Appetit. Das geht ja sogar. Gar nicht schlecht. Also habt ihr echt Glück gehabt. Danke für den Tipp. Wenn ich mir hier so den Himmel angucke, dann kriege ich jetzt echt langsam Angst. Ich glaube, es könnte gleich was Ordentliches runterkommen. Zumindest von da. Naja, dann weiß ich wenigstens, ob das Zelt dicht ist. Und jetzt kein Scheiß, es fängt wirklich an zu regnen. Ich werde wahnsinnig. Och Mann. Ja, bleibt nicht aus, ne? Naja, noch geht's. Oder auch nicht. Ich glaube, ich gehe ins Zelt. Bis gleich. Tja, jetzt sitze ich hier im Zelt. Ich glaube, ihr könnt es hören. Tja, es regnet. Naja, herzlichen Glückwunsch, so ohne Regenklamotten. Naja, ich esse erstmal in Ruhe weiter. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Donner habe ich auch schon gehört. Naja, muss mal durch. Also, bis später. Ja, der neueste Stand von 8:45. Es regnet weiterhin. Es soll auch wahrscheinlich morgen weiter regnen. Der Vorteil ist, am Campingplatz hier vor der Haustür ist eine Bushaltestelle. Da fährt einmal am Tag ein Bus zum Bahnhof in Finnentrop. Da steige ich dann in den Zug. Fahre dann wieder zurück nach Hagen und für mich ist dann das ganze Thema hier beendet. Ich habe nämlich keinerlei Regenklamotten mit und das ziehe ich mir nicht rein, mich nass regnen zu lassen. Und bei dem Wetter macht das eh keinen großen Bock. Ich sag euch aber danke, dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr die Glocke aktiviert und viele Kommentare schreibt. Also, bis zur nächsten Tour. Ciao!